Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Super mein Test da Let's Play. Ja, let's go. Hat gerade überlegt, ob wir noch irgendwas, ne, aber nö. Bumm. So. Bei wir mal testen, also nee, doch, Audio klappt noch alles, ne? Ja, okay, Audio ist alles gut. Sehr schön. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen Kisten. Wir haben alles. So, das heißt, was war fertig hier? Also das haben wir natürlich mit dem Neuladen das unterbrochen. Oh, obwohl, nee. Haben die das etwa echt gefixt? Muss ich mal gucken, wenn das hier genau reicht, dann haben sie das mittlerweile echt gefixt, dass man, wenn man das Spiel verlässt, also der Server runtergefahren wird, sämtliche Schmelzvorgänge einfach abgebrochen werden und dann quasi die restliche Kohle verschwendet war. Boah, das sieht so aus, als wenn es genau. Ja, doch, es passt genau. Ja, noch drei übrig für 24. Das passt noch genau perfekt. Oh, oder auch nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollten Holz. Wir wollten Kisten bauen. Ganz, ganz, ganz viele Kisten. So, das heißt, wir nehmen erstmal das und das und das und das. Achso, wir brauchen eh Workbench. Ich finde es halt so behindert, dass hier dieses Shift nicht funktioniert. Wenn ich hier mit Shift draufklicke, dass das dann nicht hier automatisch um reinschiebt. Weil runter geht Fuß. Ne? Wenn ich hier oben mit Shift draufklicke, macht das direkt wieder hier unten rein. Aber, naja. So, wir brauchen erstmal Bretter. Achso, ich sage mal noch Bretter. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir haben keine Bretter. Aber wir haben noch ein paar Slabs. Wobei, wollen wir unten Holzslabs verwenden oder machen wir sie auf Steinpodesten? Ich wäre ja echt sogar fast für Stein, weil wir haben halt Steinwände. Da mit Holz zu arbeiten, macht zwar auch irgendwo Sinn, muss aber nicht sein. Aber ich glaube, wir machen es trotzdem. Ja, doch, wir benutzen Holzpodeste. So. Kisten. Wir brauchen Holz. Da. Erstmal brauchen wir das hier. So, wie viele machen wir eigentlich? Ja, so zwei Stacks kann nicht schaden. Erstmal. Und dann, sollte erstmal reichen. Ha, haben wir 8 Doppelkisten? Ja, reicht nämlich nicht. Okay, das heißt, er hat beim Beenden des Spiels doch einfach abgebrochen. Das heißt, wenn hier jetzt einer übrig bleibt, können wir den dann hiermit verwursten, weil hier bleibt auf jeden Fall was übrig. Bei dem. Müssen wir dann also drauf achten und ganz schnell reagieren, damit wir ihn noch rechtzeitig bei dem reinpacken können. Ein actiongeladenes Spiel hier, Alter. Ach ja, die Dinger wollte ich ja wegschmeißen hier, ne? Ich meine, wenn wir jetzt irgendwelche Küken sammeln würden, also suchen würden, dann wäre es natürlich geil, weil die futtern ja das Zeug hier. Aber ganz ehrlich, da können wir immer noch welche holen. Also einfach unser Feld abernten, dann haben wir wieder welche. Weil da fallen ja zig Milliarden von an. Ja, hat ja doch gereicht. Okay, also entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Keine Ahnung. Hier ist sogar einer übrig geblieben. What? Kann es sein, dass jetzt mittlerweile etwas mehr als 8 sind, die man pro Kohle backen kann? Weil da haben wir jetzt gerade 42 mit 5 Stück Kohle gebacken. Schön, geil, cool. Das war ja, wow, wow. Wohin mit der Scheißkohle? Wir packen die erst, komm hier. So. Und wie gesagt, hier bin ich eigentlich kein Freund von, also kommt die da wieder raus und ich schmeiße auch hier rein. So. Höchstens noch alles ein bisschen zusammenpacken, damit es hier nicht komplett wie Kraut und Rüben aussieht. Also so ungefähr. Apropos, warum ist das Fleisch da oben? Alter, was hier schon wieder? Alter, hier sieht es halt, hier sieht's halt Katastrophe. Okay, komm, halt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Weißt du was? Dieser Kack, die ist auf den Sack hier. Ich mach mal kurz stumm. So.
Weil die Tiere hier oben, das ist eine Katastrophe. So, erstmal, wir brauchen komm, erst ganz, ganz, also jetzt, aber hier Butter bei die Fische. Die kommt erstmal temporär, schmeißen wir alles rein. Ich brauche jetzt gerade mal leere Taschen. So, ja, leere Taschen for the win. Bam. So, das hier kommt jetzt endlich mal weg. Wo ist denn der Mülleimer? Das ist der Mülleimer, dieses Schild. Gab's hier nicht Mülleimer? Wie war der Mülleimer? Muss ich jetzt echt irgendwo Lava hinsetzen, damit ich die Sache da in die Lava verbrennen kann oder was? Das ist doch Kacke. Weißt du was? Du schmeißt es einfach hier in die Treppe und irgendwann despawnt das Ganze. So. Und man hat es nie wieder gesehen. Oh. Boah, wir alle wieder. Haha, ist aber einfach runterrollt komplett. Cool. Will ich jetzt aber sehen. Gut, viel weiter kommen wir nicht. Durch kommen Monster da hinten. Na egal. So, jetzt. Haben wir leere Taschen. Jetzt wird hier erstmal aufgeräumt. Das macht ja hier alles überhaupt keinen Sinn. Da blickst du hier nicht mehr durch. Das ist ja hier, das ist ja Kraut und Rüben und Überrübensaft. So, da, 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 und wir sind voll, liegt die Wand. So. Als allererstes das seltenste und wichtigste Material, das und das. Dementsprechend thematisch kommt das als nächstes. So. Jetzt würde ich eigentlich macht es schon Sinn, zuerst die Mineralien zu machen. Ne? Das heißt, ich komme in die zweite Reihe und wir machen zuallererst mal die ganzen Mineralien. Das heißt, das ist das Wertvollste, das hier. Dann kommt eigentlich keine Ahnung, in welcher Reihenfolge. Ist eigentlich völlig egal. Komm hier. Die sind erstmal relativ egal. So, haben wir hier noch zweimal Eisen. 18 mal Eisen. Guck, hier kommen noch zwei. So, machen wir mal so, 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 so. Okay. So, jetzt. Machen wir mal Kohle. Kommt mal nach da. Und in die zwei Plätze kommt das Zeug rein. So. Jetzt kommen die Sachen, wo in der Zukunft wahrscheinlich nichts mehr hinzukommt. Das heißt zum Beispiel das hier. Oder das, ja. Damit da was dazu kommen könnte, müssten wir die selber erzeugen. Und so dumm sind wir halt nicht. Ne? Das heißt, da brauchen wir keine Angst haben, dass da irgendwas expandiert. Achso, wir haben ja auch noch Gold. Scheiße, die war da gut. Dann machen wir die beiden nochmal zurück hier und machen da mal die beiden hin. So. So. Ah, irgendwie so, keine Ahnung. Boah, Alter, die Fragmentierung im Kopf gerade. ja, so. Okay. Jetzt, was bist du? Feuer, okay. Ja, meinetwegen können wir erstmal das und das und dann vielleicht noch das. So, und jetzt kommen die Sachen, von denen wir am meisten haben. Also das Zeug, dann das Zeug und das Zeug. Achso, da haben wir noch ein Stack von. So, dann kommt erstmal das ganze Fleisch. Da kommen wahrscheinlich noch Zukunftssachen dazu. Das heißt folgendes: Wir werden direkt hier mal immer ein Stack reservieren. Was? Wo denn jetzt? Hä? Ach, das war das hier. Das war bereits doppelt. Ah, okay. Wow. So. Also es gibt nur drei Arten, nicht vier. Okay, so und jetzt können wir da, können wir jetzt eigentlich, ja, jetzt können wir das restliche Space mit dem Scheiß hier voll dünsten. Voilà. So sieht es doch schon viel ordentlicher aus. Gut. Okay, hätten wir das schon mal geklärt. Als nächstes, hier haben wir noch diese Augen.
Als nächstes, ja, jetzt mal hier ganz, ne, ganz, ganz, ganz ruhig und gesittet. Hier war alles soweit in Ordnung. Klar, könnte man auch sortieren, aber hier ist es noch nicht so unübersichtlich. Hier wollte ich Dschungelbäume anpflanzen oder nicht? Glaube nicht. Da hat man zwar nur die Setzlinge gesucht, aber die wollten nichts anpflanzen. Okay, das heißt, wir können das ganze Scheiß hier wieder bei uns ins Inventar schmeißen. Achso, halt, das kommt nach da, das kommt nach da, beziehungsweise du kommst nach da und du kommst nach da. So, du kommst bei nach da. Puh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 oh Mann, oh Mann. So, was hatte ich jetzt hier eigentlich gesucht gehabt? Weil ich wollte ja aufräumen, weil ich irgendwas gesucht hatte und das nicht gefunden habe. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr was und. Ah, nee, wir hatten die Kohle reingepackt und dabei ist unser Hirn explodiert. So, wir packen uns mal Pen, weil es wird gerade dunkel. Ich meine, im Keller ist es zwar eigentlich egal, aber hey. Bevor da noch irgendwas spawnt. So, wir können jetzt wieder unmuten. Wir gehen jetzt wieder in den Keller. Wobei, da hört man die Tiere genauso. So. Wir bräuchten mal eine Axt, ne? Haben wir zufällig noch eine Axt rumfliegen? Ja. Wow, okay. Zwei Schläge und die ist tot. So, hier ist alles leer. Sehr gut. Ich lasse jetzt einfach mal erstmal hier, ne? Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir die Ding hier wegpacken. Alter, ist ein Schluck auf. Und das Ding nach da packen, einfach so damit es optisch ein bisschen schöner aussieht hier, ne? So, hier kommen jetzt ganz viele Kisten hin. Das Problem ist, wir haben einen relativ großen Raum. Ich mach mal erstmal, damit wir uns optisch überhaupt orientieren können. Die Dinger würde ich gerne durchziehen. Das macht, denke ich, Sinn. Ich meine, wir könnten hier auch Steinsäulen hinbauen, aber ganz ehrlich, nö. Sehe ich nicht. Also jetzt nicht, weil ich blind bin oder so, sondern einfach, ne? So, haben wir das schon mal. Dann machen wir jetzt erstmal die Decke als nächstes, damit wir erstmal einen clean Raum haben, damit wir sehen, wie sich das Ganze optisch überhaupt anbietet, wegen Kisten irgendwo hinstellen. So, an der Decke komme ich jetzt natürlich kaum noch ran. Ich komme gar nicht ran. Scheiß jemand an. Ja, wow. Gut. Dann machen wir Dirty Trick. Oh, wir haben Ei. Gehören die Dinger nicht auf den Kopf? Wir brauchen Erde. I need some dirt on my face. So, da haben wir mal so den hier halt so rum. Gut, das war jetzt auch relativ sinnfrei, weil da sind 10, also nur 9. So, bam. Was ist jetzt mit diesen Tieren los? Ich bring die alle um. So, wir machen mal das nach da und das nach da und das denke ich jetzt einfach mal hier so lang. Diese Tiere, die gehen mir halt so auf der Eier. So, jetzt haben wir hier eine ordentliche Bauplattform. Und können hiermit jetzt ein wunderschönes Dach bauen. Die Decke. So, das heißt, wir machen es ungefähr so hier. Ja, hat er wunderbar funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Boah, Alter. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, so, so. Und so. Alter, diese. Zum Glück gehen alle Tiere überhaupt nicht auf den Sack. Boah, Alter. Boah, Alter. Nein. So, hier machen wir erstmal die hinter. I'm coming to die. So. Ach so, müssen wir eigentlich auch noch die Reiter machen, ne? Dann reichen 120 aber nicht aus. Dann haben wir zu wenig gemacht. Warum so dunkel hier? Ja, genau, ich mache mal lieber auf die Höhe, sieht optisch besser aus. Überlege gerade, welcher Höhe sieht es am besten? Das ist hier zu tief. Wobei, nö, so tief. Nee, die passt sogar so relativ gut.
Ja, doch, ich glaub, ich mache es auf der Höhe. Das sieht optisch am ansprechendsten aus. Ah, das ist die Decke auch noch. Wir können ja hier auf zwei Ebenen machen. Wir können ja hier so doppelt machen. Macht das Sinn? Weil ich finde ansonsten die Decke ein bisschen sehr dunkel, ne? Ich weiß nicht, ob das schon zu viel vom optisch her ist. Ah, nee, doch, sieht doch gut aus. Ja, doch, wir lassen. Wir machen es. Nee, wir machen es nicht. Ach, sieht scheiße aus. Wir gucken ja mal später. Erstens ist es ein Keller. Das muss nicht fucking hell sein. Und zweitens kommen wir später auch noch an die Wände ein paar Fackeln ran, sobald der fertig ist. Und dann wird er damit auch noch mal ein bisschen heller. Ja, von daher. Hey, was machst du hier? So war aber nicht die Idee. Ey, oh, mach hier runter hier, Alter. So. Wie, wo, was? Acht reicht auf jeden Fall locker aus. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Okay. Das heißt, haben wir noch Reserve? Nee, wir haben keine Reserve mehr. Wir müssen also 16 machen. Okay, dann machen wir es halt so. Machen wir halt. So. Und keine Kohle mehr da. The fuck? Wo war die Kohle? Da. Wir brauchen vier. Wir brauchen zwei. Wir brauchen was? Doch vier. Vier. Wir brauchen vier. Ganz ehrlich, leck mich. Bisschen Kohle auf die Taschen zu haben, kann nicht schaden. So, wir brauchen erstmal nämlich nur zwei. Und dann brauchen wir nämlich noch zwei für den zweiten Durchgang. Langweilig. So, ansonsten können wir erstmal schon mal anfangen mit Kisten bauen. Wir brauchen ja eine Menge Kisten. Wobei, wir haben ja schon Kisten gebaut, aber bei 22 nie im Leben reichen werden. Da kannst du mal von ausgehen. Eigentlich könnten wir auch hier arbeiten, ja, ne? Wenn wir eh nur einen Ofen benutzen, können wir auch hier machen. Na, egal. So, wir brauchen also noch mehr Holz. Nee, wir machen erstmal das Holz hier. So, machen wir mal wieder 64. Dann machen wir. Nee, komm, wir gehen gleich. Wir machen gleich hier top-notch. Wir gehen gleich in die Ass von Angela Merkel. Das Ferkel. Wobei, wenn wir in die Ass gehen, dann sind wir eher wie das Ferkel, ne? Ist ja. Außer sie möchte, dass wir. Also das ist auch das vollkommen falsche Thema hier für das Let's Play, meine Damen und Herren. So. Aber wie sieht es denn hier aus? Na, gleich fertig hier. Das ist natürlich eine wunderschöne Schwanz. So. Wie hier diese eine Pixel hier durchguckt, ist natürlich hier doch ein bisschen traurig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn wir das Ding jetzt hier abbauen, ob denn das Portal wieder ausgeht. Weil brauchen tun wir es hier an der Stelle nicht. Ne? Also die Ecken sind ja optional. Ich schmeiße die jetzt einfach mal hier kurz weg. Jetzt dauert natürlich mit einer Stahlspitzhacke einfach ewig. Danach tut sie auch kaputt sein, ne? Das heißt, wir bekommen bei der Aktion jetzt auch kein Obsidian. Bekommen wir, glaube ich, sowieso nicht, weil auch selbst wenn die ha heile bleiben würde, ist einfach Eisen zu schwach, damit wir da was bekommen. Obsidian bekommen wir nur beim Abbauen durch Diamantenspitzhacken, soweit ich weiß. Ja, komm, sind doch bloß noch 3 Stunden. Was? Just perfect. Oh doch, wir haben welches bekommen? Ne, aber nicht bekommen. Hä? Na, warten nun. Wie sollen wir gerade einen Schiefhund bekommen? Wir haben noch gar nichts bekommen. So, bam. Bist du aus? Ne, bist immer noch an. Okay, sehr gut. Ne, weil das hier könnten wir theoretisch auch abbauen. Ist auch useless. Aber hier habe ich es ja wie im Optischen gemacht, weil es halt einfach so schöner aussieht. Kann sein, dass wir die Treppe später nochmal anders bauen. Weil ich finde die halt optisch jetzt nicht so geil. Also nicht so passend hier zu dem Raum vor allen Dingen. Das heißt, dass wir hier zum Beispiel noch entweder so eine Halbdinger gegensetzen oder irgendwie so. Aber ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sieht es halt so hier erstmal ordentlich aus. Und nicht, dass halt so ein schwarzer Pixel immer durchguckt. Ist doch dämlich. So. Können wir eigentlich direkt hier kommen? Weißt du was? Ich mach mal, weil die hier keinen Bock ist, ewig noch zu warten. Machen wir mal hier wieder ein bisschen High-Speed-Action. Warum sind sie aus? Ach, die sind ja schon doppelt.
Hä? Wait, what? Warum sind die schon doppelt? Wait, what? Ach, ich habe ja gleich Cleanstone hier verwendet zum Schwimmen. Ah. Ich habe bereits Cleanstone genommen. Clever, Ronny. Das ist ja richtig clever. Ich dachte, ich habe da Cobblestone reingeschmissen. Aber nee, es war bereits Cleanstone. Diese Tiere, ne? Eines Tages werde ich sie alle umbringen. Und dann werde ich Veganer. Es wäre halt auch so geil, wenn du so... Ich meine, kennt man hier aus Deutschland jetzt wahrscheinlich eher weniger. Aber man kennt es so aus den amerikanischen Highschools und so und Universitäten und... Ja, eigentlich eher so Highschools. Dass wenn man da in irgendwelche Klicken Dings hat, ja, dass man dann quasi so eine Aufnahmerituale machen muss. Weil ich stell dir mal vor, man hat so ein Aufnahmeritual, um Veganer zu werden, wo du als Aufnahmeritual erstmal tierisch abschlachten musst. Das wäre ein bisschen sehr interessant. So, was ich hier mache, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Es sieht auch erstmal nicht so übel aus. Ich würde hier vielleicht erstens aber noch einen haben. Und zweitens, weil es dann nur wahrscheinlich noch besser aussieht, hier erstmal einen hinsetzen. Können wir hier später noch eine Tür einsetzen. Die ist ja genau mal zwei hoch. Lassen wir also erstmal so. Weil vielleicht würde ich hier gerne noch Blöcke hinsetzen, weil das sieht jetzt so komisch aus. Egal, lassen wir erstmal. So. Okay, das heißt, die Wände sind jetzt fertig. Das ist fertig. Wir können jetzt also eigentlich auch schon die Fackeln... Nee, Fackeln positioniere ich mal noch nicht. Weil die Position der Fackeln ist ja von den... ist dann ja von der Position der Kisten abhängig. Ja, schon dunkel hier drin, by the way. Gut, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie ordne ich die Kisten an. Ich bin nämlich zum Beispiel am Überlegen, ob ich hier so Zwischenwände aus Holz einfüge. Wo dann wiederum die Kisten montiert werden. Jetzt können wir natürlich die Zwischenwände hier auch aus Stein machen. Wäre wahrscheinlich optisch am sinnvollsten. Da brauche ich aber definitiv noch mehr Stone Bricks. Was natürlich überhaupt kein Problem ist. Die können wir ja relativ schnell machen. Ja, einfach alles einsetzen und schon fertig. Ich will aber vielleicht vorher mal gucken, wie viel wir brauchen. Also wenn ich jetzt... Ich würde gerne... Warte mal kurz. Also hier ist eine Kiste. Also denn so lang gestellt eine Kistenreihe. Dann würde ich zwei als Gang. Kistenreihe, Zwischenwand. Kistenreihe, leer ist natürlich kacke, weil hier dann das Ding halt... Ha. Das heißt, günstiger wäre, wenn die Zwischenwand auch hier mit dem Ding synchron wäre. Oder also hier in einer Flucht wäre. Das passt aber hier mit den Wänden nicht. Könnte höchstens hier eine Kistenreihe, hier eine Kistenreihe und dann hier vier für Gang, aber das ist dann... Sowas von verschenkter Platz? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, du. Das ist mir alles nicht so geil, ganz ehrlich. Ja, mit dem 6x6 ist natürlich für sowas ungeeignet. Oder wir reißen die Dinge einfach wieder weg. Oder gucken, ob wir die irgendwie anders Dings dann. Wir gucken erstmal, wie wir überhaupt hinkommen würden. Also Kisten, Gang, Kiste, Wand. Kiste, Gang, Kiste, Wand. Kiste, Gang, Kiste, Wand. Kiste, Gang, Kiste, Scheiße. Passt also genau nicht. Gut, das ist natürlich dann ein Trauerspiel. Houston, we have a problem again. Ja, keine Ahnung. Okay, dann machen wir es vielleicht doch. Ich mache erstmal... nee. Ich mache... nee. Was? Wait a minute. Cool. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens zwei Zwischenwände. Die mache ich auch komplett auf die gesamte Länge bis zu den Holzdingern. Dann müssen die Fackeln natürlich wieder weg. Und die mache ich auch drei hoch.
2 hoch. 3 hoch. Naja, 5 hoch wäre zu die oberste Kiste auf der 5. Ebene, deswegen halt schon hoch die Kiste. Aber eine Kiste, Kistenreihe auf der und eine Kistenreihe, die auf dem Boden steht, das wäre schon sinnvoll. Das heißt, wir brauchen eine Wand, die 3 Reihen hoch ist. Das heißt, wir brauchen 3 mal 6, das sind 18 und das zweimal, also schon mal 36 Steine dafür. So, also machen wir einmal so und das war ja super. Einmal so, so, einmal so und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Perfekt. Weg, weg, weg. Na. Weißt du was, wir machen gleich mal hier noch 4 mehr. Bam, bam, her damit. Nein. Wait, what? Ich bin gerade dumm. Ich habe gerade 36 6 gemacht. Also 36, wir hätten ja nur 36 Steine gebraucht, nicht 36 mal 4. Na gut, haben wir ein paar auf Reserve, kann auch nicht schaden. So, dann können wir nämlich hier auch gleich mal ein bisschen, das hier, das geht mir nämlich doch irgendwie total auf den Sack. So, ne, weil die Wand, die muss ja ein bisschen ins Fundament gehen. Sonst macht das keinen Sinn. Gut, jetzt kann man auch sagen, der Boden hier ist einfach das Fundament, ist ja Gestein aus der Gesteinsschicht. Also mehr Fundament als das geht quasi gar nicht. Aber egal. So, hier machen wir jetzt erstmal eine durchgehende Wand mit 3 hoch. 3 Höhe hoch. So ungefähr. So. Und das werde ich hier nochmal. 1, 2. Und da. Und weg damit hier. So. Dann können wir nämlich jetzt, wie folgt, habe ich mir das denn Ganze überlegt, jetzt hier so kopfgehirntechnisch. Dann haben wir quasi hier eine Kiste. Und schon wird's hässlich. Am idealsten wäre natürlich. Ach nee, doch. Doch, genau, das geht sogar. So, 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 dann haben wir hier quasi eine kleine Lücke. Was ja gar nicht mal so schlimm wäre. Und dann so und so. Voilà. Doch, mit der Lücke hier passt gut. Ja. Dann quasi das gleiche in grün oder rosa und dann haben wir hier so und um das Ganze abzuschließen, ah, hier brauche ich ja, die Werkbank, brauchen wir 3, ne? Ja, wir brauchen 3. Scheiß lieber dann Werkbank, ich komme. So, oh. Aua, hä, jetzt habe ich hier 2. Wait. Ich möchte sterben. Oh mein Gott. Nein. Wir hatten bereits eine davon. Hä? Ah ne, das war die. Die haben wir hingebaut, genau. Das war ja da. Wir hätten also bereits. Mann. So schön aus, egal. Holz, wir brauchen Holz. Das sieht so scheiße aus, the fuck. Ich würde gerne die beide tauschen, aber das ganze Wasser wieder raus, ne? Ja, so bin ich schon ein bisschen zufriedener. Okay, dieses Ei hier. Okay, wir brauchen Holz. Da. Ist ein bisschen wenig. Wir brauchen noch viel mehr. Okay. Verstehe. So, und dann danke. Wow. Wir haben 6 Kisten. 6 Doppelkisten, also 12. Das Ganze mindestens 3-mal. Ich mache vielleicht sogar 4-mal. Also brauchen wir 48. Wie viele haben wir? 38. Also brauchen wir noch 10 mehr. Wieso habe ich. Ach, da. Ja, gut.
Denn, ach, das geht ja gar nicht. Ich wollte nämlich hier noch eine Wand reinziehen, dann würden wir den hier auch noch Kisten hinstellen können, aber da kommt man ja an das Ding hier gar nicht mehr ran. Gut, dann müssen wir also da ein bisschen anders gucken, wie wir das am dümmsten machen. Auf jeden Fall erstmal hier so. Siehst du, wir können eigentlich jetzt sogar schon die Fackeln aufbauen, stellenderweise, denn wir wissen jetzt, wo die Kisten platziert werden. Ich würde also auf der Höhe hier bleiben und dann quasi einfach da und da eine hinmachen. Da sieht das Ganze auch schon viel heller aus. Ja, das ist doch geil. Okay. Da so, da so. Und da so. Du kannst jetzt mal weg. Komm mal nach da. Denn hier ist gleich. Das kommt denn da so, da, da, da so. Da und da. Perfekt. Schon sieht das Ganze gleich viel heller aus. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Jetzt hier. Bam, 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 bam. Okay. Ja, sieht doch geil aus. Und das Ganze müssen wir jetzt hier bloß noch da und da auch einmal bauen. Cool. Gut. Dann wissen wir schon mal, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Ja, geil. Bis dann.